Leute, ich bin's wieder, Pirates480. Und ja, wie ihr seht, ist das hier Super Star Wars Empire Strike für den Super Nintendo. Und voilà, hier habe ich die Macht wieder. Wie das kommt, ich habe einfach das Passwort für diese Station gegeben. Ja, Station, ich meine Stage. Und jetzt habe ich sie wieder. Komisch. Ja, nehmen wir das. Ich habe echt hab mich gewundert, wo ist das abgeblieben? So. Weil die Macht werde ich noch gut gebrauchen. Und hier kriege ich auch die Kugeln. Oh, ganz schön Verkehr hier oben. Hallo? Ja, ich kürze einfach hier ab. Na, vielleicht ist es keine so gute Idee, weil ich gegen das wieder kämpfen muss. Allerdings, wenn ich jetzt so bedenke... wieso schmeißen die mir irgendwelche Teekannen um die Ohren? Naja. Vielleicht soll ich jetzt mal wirklich mal... Ach, ihr schon wieder. Was macht ihr hier? Oh, hallo? Was schwirrt ihr hier rum? Hallo? Verzieht euch! Hier ist Snoopy der Verbot. Ja, war selber schon, dass ich... Euch Hunde. Aber jetzt muss ich natürlich aufpassen, dass ich jetzt... Dass ich natürlich jetzt nicht ständig springe oder mit schwebe und somit die... Are you kidding me? Ihr habt doch die ganze Zeit immer Halsschwerter ausgedurbt. Ja. Hä? Seht ihr, ich brauche nochmal nach oben zu steuern, schon fliegt nach Luke nach oben. Es hat einen Skywalker. Ja, was für ein schlechter Flachwitz. Du bist halt nicht so cool wie der tolle Igel. Eigentlich müsste ich sagen, nicht so toll wie der tolle Igel. Puh. Na, was soll's. Jeder hat sein eigenes Stil und es ist mein Stil, irgendwelche schlechten Flachwitze zu reißen. Trocken, sarkastisch und aggressiv zu agieren. Bin normal oder so, sorry. Aber ich fühle mich schon viel wohler, dass ich die Macht habe. Jetzt ist die Macht wirklich mit mir. Ja, toll. Wichs mich doch an. Schon wieder? Also wirklich, um die Macht brauche ich mir echt keine Sorgen machen. Das Gute ist, ich kann hier oben rumfliegen. Leider gibt es natürlich hier oft Verkehr. Seht ihr, wie diese Typen da, die gerne irgendwelche Minen runterschmeißen müssen? Okay, ich bleibe immer noch dabei. Sie sehen aus wie irgendwelche Teekannen, alte, solche Kupferkessel. Ach, ich kann die kaputt machen. Was? Gut, dass ich auch dahinter komme, dass ich die Dinger kaputt machen kann. Und Luke schwebt immer gern vor. Wenn ich jetzt mal so sehe, ist mein Soundbild nicht sonderlich perfekt, weil Luke trägt ja hier total seinen Druckanzug. Naja, auf Force lief er auch damit rum. Los, tropf mal wieder so eine Force-Kugel. Force-Orb oder Force-Ball. Okay. Ja! Hallo! Würdet ihr mal die Vorfahrt beachten? Oh, seht ihr, da ist gut, wenn man die Macht nutzen kann. Ich muss auch sparen. Ja, Scheiße! Wollt ihr mich verarschen? Aha, jetzt für den Leuten ein Hups. Das weder wird den Leben da. Nehmen wir mal Heilung. Obwohl das nicht gerade sehr gut für mich aussieht. Okay, ich habe zwar Heil. Hi, da ist wieder. Wir kennen uns doch. Was ist diesmal die Macht mit mir?
Ja, du schwebst. Schön für dich. Ich muss aber aufpassen, weil das Wetter ist nicht ohne. Ich glaube, der wird noch heftiger, der Gute. Ja, jetzt spielt er noch ein bisschen mit mir. Würdest du auch für mich in die Ecke zu dringen? Huhu. Mal sehen, wie weit ich diesmal komme. Nicht wie Luke. Achtung! Sein Lichtschwert fummelt er nicht. Ja, fummelt er nicht umsonst durch die Gegend. Kann das sein, dass es auch so ein Glückstreffer ist, wenn ich ihn manchmal treffe und nicht? Ja, toll, an Gott. Das Weder, verzieh dich mal. Oh nein! Autsch! Wie kann ich nochmal die Macht nutzen? Ich glaube so. Mann, ich muss die Macht nutzen! Toll, jetzt. Oh. Ach gut, ich hab's. Fünf, es war ja fünf. Ich kann gut blocken. Naja. Okay, das ist jetzt ein Geduldsspiel, Leute. Ja. Angar, der macht so Richtung Fechten. Okay, also die Schritte. Die Schritte sind so von Fechten, wenn ich mich nicht irre. Aber das Herumschwingen. Ja. Ich sollte vielleicht ein bisschen mutiger rangehen, aber ich habe Angst vor seinem Lichtschwert. Okay. Ich setze hier mal ein Safe State, Leute. Es ist das Weder. Und das Weder ist nicht ohne. Was erzähle ich da? Das wisst ihr doch alle. Oh. Ach, schon wieder ihr. Ich brauche jetzt eine Fußkugel. Fußkugel, Leute. Wie gut, dass die runterfallen. Wie verholte der Bananen vom Affenbrotbaum. Ja, Bananen fallen von Affenbrotbaum. Natürlich nicht. Ich versuche halt so cool zu reden und zu reagieren wie Hohl, aber ich kann das leider nicht. Ich kann es nicht wie der Imperator Hohl der Dritte. Der Herrscher der Kohle, der Bezwinger aller Zombies mit der Colaflasche in der Hand. Mache ich Werbung? Warum nicht? So, schlechtes Wetter. Die Imperialen vom Fallen, Freunde. Alter. Holy Crow und alter Schwede. Wo komm? Ja, komm, geh im Schritt, komm die rüber runter. Kommt her, ich will noch eine Forcekugel. Force Balls. Sagen wir lieber Force Orb. Oh. Ja, jetzt kommst du, klein Arschloch. Ja, jetzt kommt ihr alle. Hört auf, jetzt zu kommen, wenn ich euch nicht brauche. Ach so, ich kann die Dinger zurückschleudern. Sagt mir das doch mal einer. Ich scheine wohl ewig nicht mehr gespielt zu haben. Oh Mann. Die Sandmill, das war auch eine Fummelarbeit. Bei meinem ersten Hochladen habe ich nämlich festgestellt, oh Scheiße, der Kopf fehlt und die Füße. Ich kann jetzt ganz cool mich hier hinstellen, aber leider. Ja, ich kann mich hier ganz cool da hinstellen, so vom Fenster, so wie auch auf Sandmill. Das Problem ist nur, ich werde sonst von immer beschossen. Ich glaube, mein Lebensbalken ist größer geworden. Okay, ich kann mir wohl denken, was gleich abgeht.
Nochmal? Ich rutsche mal einfach, okay? Wozu die Eile? Das Weder kommt doch wieder. Und da schreit doch wieder, da kommt das Weder. Ja. Na, wenigstens werde ich mir. Ach, komm schon, geh endlich kaputt. Komm schon, das Weder, bringen wir eigentlich die Sache hinter uns. Ich will eigentlich das LP auch beenden. Ich bin am Überlegen, ob ich auch Hüter für Jetta LPen werde. Das Problem ist, das letzte Level ist absolut scheiße. Na komm, Fraps. Nun, ja, hallo? Force Warp. Ich denke, Weder will mich lebend haben. Naja, ist wohl ein Test. Ich ignoriere euch mal. Ist der schnell. Ich glaube, hier ist das wieder noch immer noch nicht. Ja. Okay, soll ich einfach nach oben gehen, aber da sind die Teekannenwerfer. Ich habe mich gerade geheilt. Ja, die Suchrakete. Such den Luke Skywalker. Such. Ich glaube, ich nehme mal lieber Evolution. Aber mein Controller, damit kann ich sie kontrollieren. Also dann schießen die alle eigentlich brauchst du dann auch nichts zu schweben, Luke. Weil, ja, nur wenn du abstürzt. Also verschwinde nicht deine Macht. Don't waste your force. Holder. Ach hey, wo kommt? Natürlich, ihr kommt. Ihr kommt auch wieder. Warum seid ihr eigentlich nicht rot? Nochmal, du bist wohl nicht deren Fahr. Oh. Okay. Okay, hier setze ich mal den Safe State. Wie oft muss ich die nochmal bekämpfen? Ich glaube, dreimal. Und beim dritten Mal geht echt die Post ab. Hi, Darth Vader. Was war das denn? Oh, das Fenster kennen wir doch. Aha, ich sehe den Hintergrund, unterscheide ich doch ein bisschen von dem, was ich gezeichnet habe. Ja, ich versuche meine Thumbnails selbst zu erstellen. Leider habe ich kein Programm, um die richtigen Formate einzustellen. Das übernimmt dann halt jemand anders für mich. Halt eine gewisse Yamuri. Zu sagen, weil ich bin ja auch dankbar. Oh, apropos dankbar. Ja, wie wär's mit Heilung? Ich habe vergessen, dass ich verletzt bin. Was wird das? Er schmeißt mich aus dem Fenster raus. Ist er nicht ein toller Kerl? Oh Gott, oh Jemi. Soll ich jetzt wieder ein Safe State setzen? Ja, wohl besser. Toll. Falling from Sky, was? Hm. Yeah. Out of. Ich glaube, ich krieg dann hier so eine gewisse Zeit am Leben. Aha. Kommt mal der Boden? Und dann platsch.
Ach, mein Score ist ziemlich niedrig. Ups. Toll. So eine breite Fläche, wo ich landen kann. Und was mache ich? Ich falle natürlich daneben. Das kann auch nur mir passieren. Oh Mann. Machen wir wieder. Okta, wo kommt ihr denn alle her? Wer hat euch denn herbestellt? Ja, seht ihr, es ist immer gut, die Macht zu haben, zumindest die Fähigkeit zu schweben. Heilschwert. Darum habe ich bei Han und Jui so schlecht gespielt, weil ich mir daran gewohnt habe, immer diese Guillotinen-Salto zu machen. Lichtschwer Guillotinen-Salto. Wurf und. Ja. Ihr scheint nicht gerade beliebt zu sein, oder? Falls euch nicht aufgefallen seid, ihr seid nicht rot. Und die können mich trotzdem schubsen. Okay, Han hat einmal das Lichtschwert benutzt. Und das war halt, ja, um den toten Tauntaun aufzuschlitzen, dann um Luke da reinzupacken, damit er nicht erfriert, bis er das Zelt aufgebaut hat. Und die sollen fürchterlich stinken. Och, komm. Oh ja. Jetzt weiß ich, warum ich die hasse. Jetzt weiß ich, warum ich die einfach hasse. Warte mal, ich könnte mal ganz kurz. Seht ihr, jetzt tun die mir gar nichts. Weil die jetzt, ja, weil ich ihren Geist kontrolliere. Aber, allerdings muss man da ziemlich schnell sein. Aber wenn wir schon dabei sind, werde ich es mal euch mal sagen, welche Fähigkeit für was gut ist. Also, mein Kontrolle ist halt, wie gesagt, Gesamtkontrolle. Evolution, ja, das habt ihr gesehen. Saber ist, da kann ich ja halt das Schwert schmeißen. Und es kommt jetzt wie ein Bumerang zurück. L? Ups, ich merke eigentlich, dass ich die doch noch nicht mehr kenne. Slowdown, ah nein! Das ist nicht. Slowdown ist nicht das Lichtschwert schmeißen. Ja, wird es wahrscheinlich das L sein. Slowdown ist, dann gehen die Gegner langsam. Halt so, Saber Control. Das ist doch ein L, Leute, oder? Wieso steht da eigentlich Saber? Da müsste es nicht Lightsaber heißen? Okay. Saber Deflect können wir mal zeigen. Seht ihr? Luke blockt automatisch. Hat aber wohl einen Nachteil, dass der Gute halt nicht ganz kann. Freeze ist einfrieren. Seht ihr? Nur die Flamme brennt. Ja, wie er sagt, Shadow. Lass die Flamme ewig brennen. Nein, lass unsere Flamme lodern. Weiter lodern. Oh Gott. Mann. Wenn du schon wer machst. Itzelbe ist unsichtbar. Also wenn ich schon Werbung mache, dann soll ich doch mal vernünftige Werbung machen, oder Leute? Manchmal verkacke ich alles. Ja, ich nehme lieber das. Leute, ich muss doch gegen das Weder kämpfen. Hättet ihr mal die Güte, mich mal die Ruhe lassen zu lassen? Ich frage mich, wie. Ja, toll! Oh Mann. Ja, Fraps ist arbeitet auch noch gegen mich. Kommt schon, ihr seid einfach nur angepisst, dass ihr nicht rot seid, nicht wahr? Deswegen seid ihr so bescheuert aggressiv drauf.
Ich brauche eine Kugel, ihr Wichslappen. Gebt eine verdammte, verfickte Forstkugel. Ja, danke, Darth Vader. Ja. Wo bin ich hier? Ach du Schande. Ja, ich glaube, ich bin gleich wieder tot. Oder ich gehe einfach so schnell durch, bevor die kommen. Jetzt wäre mal schön, dass langsam eine Kugel kommen würde. Hallo, Kugel, Leute. Ich brauche eine verdammte Kugel. Da kann ich die ganze Sache gleich vergessen. Wollen die mich verarschen? Ja klar, und der Trottel, der nervt natürlich auch wieder. Wie soll ich denn da hinkommen? Der erwischt mich doch. Da kann ich das vielleicht zurückschleudern. Wenn ich mich jetzt nicht doof anstelle. Ja. Nö, ich bin jetzt Geschichte, Leute. Na, was soll's. Ich bin Parasio 80 und wir blitzplayen Super Star Wars Empire Strikers Back. Und das nächste Mal hoffe ich, dass ich endlich das wieder besiegen werde. Matane.